Hallo, mein Name ist Eddie und ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Wir befinden uns auf dem Weg über diese Brücke. Machen genau dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. So, vor den schwarzen Tigern, sage ich mal, muss ich mich in Acht geben. In Acht nehmen, meine ich. Sollen es Tiger sein oder sind es Pumas? Okay, die sind gestreift. Wahrscheinlich, wenn ich mir den Text durchlesen würde, würde ich auch sehen, dass es wirklich Tiger sind. Da hinten ist einer, da steht Tigermensch. Ja. So, wisst ihr, jetzt mal hier, ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das Schwierigste beim Streamen für mich ist tatsächlich, dass ich mich nicht höre unter diesen Kopfhörern. Ich habe noch andere Kopfhörer, aber die sind... alle meine Kopfhörer haben ein anderes Problem. Und die ich gerade auf habe, trage ich eigentlich am liebsten mit dem einen Problem, dass ich fast gestorben bin, mit dem einen Problem, dass die so dicht sind, dass ich mich einfach nicht wirklich höre und mich verdammt stark konzentrieren muss, um mit den Kopfhörern auf dem Kopf zu sprechen. Das ist echt verrückt. Du brauchst mehr Energie. So, die haben wir natürlich. Was haben wir denn hier? Das sieht gefährlich aus. Und ich bin quasi tot. Okay, da habe ich ein paar Runden mit Skype zusammengespielt und seitdem läuft es irgendwie nicht mehr so richtig. Ah, nochmal konzentrieren, nochmal zusammenreißen. Und weiter geht's, Leute. So, mal gucken, vielleicht kann ich hier noch was mitnehmen. War ich denn hier bei dem hier? Ne, da war ich gar nicht. Sehr gut. Vielleicht kannst du mir helfen. Seit langer Zeit werden wir, wenn du die Höhle... Da bin ich einfach drum herum gelaufen. Sehr gut, dass ich da nochmal gestorben bin. So. Ich darf halt auch nicht blindlings hier reinlaufen. Ich wusste ja, wie gefährlich es ist, weil ich da noch Standarte gesehen habe von den Gegnern. Oh, sheesh. Ich hole mal meinen Leichenkönig zur Seite. Und da ist mein Grabstein. Nix passiert. Oh, wow. Wow. Unfassbar. Okay, ich hatte das auch nicht aktiviert. Ich spiele gerade auch relativ unvorsichtig, weil ich weiß, dass ich da hinten wiedergeboren werde. Nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen schockiert. Ah, den kann ich jetzt nicht nochmal rufen. Okay, dann werde ich den erstmal rauslocken. Mache ich das halt so. Einen nach dem anderen rauslocken. So geht es auf jeden Fall schneller. So, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall einfach insgesamt mehr Acht geben, wo ich stehe, gegen wen ich kämpfe, wie viele es sind, was sie genau können. Dafür musste ich halt bislang gar kein Gefühl haben. Das ging relativ einfach, aber jetzt gibt es in dieser Welt, wollte ich sagen, nee, aber ich sag mal in diesem Level, in diesem Abschnitt, sehr viele unterschiedliche Gegner. Und da muss ich halt genau darauf achten, gegen wen ich gerade spiele. Es gibt welche, die sind sehr, sehr einfach zu schlagen. Es gibt welche, die sind relativ schwierig. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Und das war am Anfang auf jeden Fall einfacher. Und ihr habt auch schon, glaube ich, in den Kommentaren ein, zwei Mal angemerkt, dass es jetzt schwieriger wird. Und damit habt ihr auf jeden Fall recht gehabt. So. Habe ich eigentlich irgendwas Tolles eingesammelt? War da nicht was? Oh, shit. Oh, sheesh. Das ist ein größerer Gegner. Ich habe sehr viele Ringe und Talismane eingesammelt.
Oh, das ist ein Sargut-Mensch-Tod-Dragoner-Held. Okay, sieht nicht gut aus. Come on! Wieso bin ich bewusstlos? Hm, jetzt ist es interessant. Och Mann, ich bin ständig bewusstlos. Jetzt aber. Ah, sehr schön. Zumindest was Grünes davon genommen. Und das nehme ich auch alles mit. Ne, den brauche ich nicht. Oder bewegen wir uns in Richtung Höhle? Oh, sehr schön. Das war sehr befriedigend, dieser Angriff. So. Was ist das für ein seltsames blaues Gewitter, was ich da erzeuge? Das ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Oder war das schon immer da? Mit jedem Schlag erzeuge ich da diese blauen Blitze. Demnächst gibt es auch ein Level Up. Oh. Mein Gott, wie befriedigend das ist, einfach mit einem Schlag mehrere zu treffen. Das funktioniert aktuell relativ gut. Oh, ein Djinn. Gerade fühlt sich das sehr grindig an, was ich hier mache. Oh. Der Obelisk muss das mal weg. Nicht genug Energie. Und da ist das Level Up. Und das nehmen wir mal direkt mit, um mal unseren Leichenkönig ein bisschen aufzuleveln, denke ich. Den benutze ich ja jetzt auch schon. Und ich brauche dann später die Todesnova, glaube ich. Ja. Auf die muss ich dann eigentlich auch noch hinarbeiten. Aber jetzt habe ich den erstmal aufgestuft. Mal gucken, ob ich den nochmal rufen muss. Mache ich einfach mal. Da hinten geht es wieder raus, dann können wir hier oben lang gehen. Oh, hier wird es interessant. Mal gucken, ist da eine Falle oder so? Nee. Nicht genug Energie. Oh, oh. Oh ja, das haben wir jetzt. Puh, das hätte auch schief gehen können. Hinter dem Wasserfall. Was ist hier? Was ist das? Habe ich jetzt irgendeine Sidequest gelöst, ohne zu wissen, welche?
Nebenaufgaben. Hinter dem Wasserfall. Sprechen Sie mit Louis. Ich muss quasi zurück und mit dem Typen sprechen. War das der, mit dem ich jetzt zuletzt erst gesprochen habe? Ich glaube, das kann ich relativ leicht herausfinden. Er müsste ja hier noch auf der Karte sein. Oder auch nicht. Ich fliege einfach mal kurz zurück. Jadepalast. Oh, hier wird schon wieder gekämpft. Dann helfe ich da mal kurz. Und verkaufe bei der Gelegenheit auch noch hier ein paar Sachen. Oh, immer die gleichen Probleme hier bei dem Händler. Oh, sehr gut. Komm, Fremder. Wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. Ist dem so? So, das kann ich hier gleich noch verknüpfen. Ja, den kann ich verkaufen. Der bringt mir wie viel? 36.000. Können wir machen. Gut. Mögest du Reichtum erlangen. Dann wird das verknüpft. Und habe ich noch irgendwas? Die sehen jetzt sehr abstrakt aus, diese Sachen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was das alles darstellen soll. Wenn das, nee, das sind keine chinesischen Schriftzeichen, oder? Ah, das kann man verknüpfen. Ja. Vielleicht hat er noch irgendwas. Oh, hier ist was. Aber wird wahrscheinlich nicht so stark sein wie das, was ich schon hab. Weil ich. Warte mal, ich muss mal meine Waffen wechseln. Nein. Nicht da. Jetzt habe ich die Waffen gewechselt. Sichel-Axt gegen die massive Doppelklinge tauschen. Mal gucken, ergibt das Sinn. Lebensentzug, Lebenskraftschaden, Angriffsschaden in Leben gewandelt. Klingt eigentlich besser als die Doppelklinge, oder? Kostet mich 160.000 und ich habe wie viel? Ja, ich glaube, das kann ich mir mal kurz leisten und mal vergleichen. Jederzeit wieder. Wahrscheinlich wird es nicht besser sein. Obwohl, schaut euch das mal an. Sieht eigentlich ganz gut aus. Schaden pro Sekunde geht nur einen Punkt runter. Und ich glaube, wenn wir uns nochmal die Werte anschauen, ist die tatsächlich besser, oder? Die Sichelachs des Verzehrens, das ist ja genau das, was ich will. Lebensentzug, Lebenskraftschaden und Angriffsschaden in Leben gewandelt. Genau das. Dadurch verliere ich zwar die Lähmung, aber ich glaube, die ist nicht so wichtig. Sehr gut. Dann verkaufen wir mal den Meisterhelm und diese massive Doppelklinge des Schreckens. Hier irgendwas Gutes dabei. Ich suche jetzt explizit nach grünen Sachen. Wahrscheinlich verpasse ich manchmal ein paar gute gelbe Sachen, aber ist dem halt so. Dann ist dem halt so. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Kollege hier unten noch da ist. Das ist er sogar. Ah, fantastisch. Edler Krieger, ich danke dir. Möge Fortuna dir ein langes... Oh, das hat nochmal gute Erfahrung gebracht. Zum Glück sind wir direkt hin. Hätte ich später wahrscheinlich nicht mehr gemacht. So. Und dahin zurück. So langsam sollten wir mal zum Jadepalast kommen, nehme ich mal an. Naja, außerdem habe ich noch hier ein paar Punkte zu verteilen. Die gehen in Stärke und Geschicklichkeit. Da war ich jetzt überall. Ja, sieht gut aus. Fantastisch. Dann gehen wir über die nächste Brücke, hier zum nächsten Brunnen der Gesundheit. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis bald.